Hier trotzdem mal pennen. Z. Ja, so langsam hat sich OBS beruhigt und die Aufnahme ist wieder stabil. Gastraum. Hey, Ark! Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, hier ist alles zerstört. Dieser Geruch riecht nach verfaultem Fleisch. Das ist ja nett. Ich nehme mal erstmal die Truhe. Davon habe ich schon reichlich. Okay. Ach du Scheiße, das sind alle lebende Leichen. Ark, nun zeigt Luran sein wahres Gesicht. Eine Leichenstadt. Ein Zauber sollte alle Besucher täuschen. Lass uns von hier verschwinden. Ich wollte nicht da drunter. Ich wollte dich besiegen. Okay, denen explodieren die Köpfe. Okay, dann könnte ich runter. Oh, danke. Und. Das war's mir erstmal. Okay, W-Seite, Westseite wahrscheinlich. Modeo versprüht giftigen Dunst. Ich glaube, die sind alle nicht besiegbar. Schatz. Oh, was ist denn hier los? Kann ich da durch? Na, ja, das ist ein Schieberätsel. Das erinnert sehr an einen Zelda-Schieberätsel. Das ist ziemlich ähnlich. Flickenumhang. Der ziemlich ähnlich ist, der, also das Rätsel gegen Gift. Gucke ich mal, was der Flickenumhang kann. Der hört sich ja erstmal schwach an. Der ist da unten. Kein schöner Mantel. Okay, den behalte ich aber mal. Vielleicht brauchen wir den später. Platz. Was bist du denn für einer? Ark wurde verseucht. Level 17 erreicht. KP-Stärke um 10. Stärke um 2. Abwehr um 2. Glück um 2. Ihr komischen Zombies. Das seid ihr ja, glaube ich, ne? Zombies. Ja, Fluch. Gehst du von selber weg? Nein, gehst du nicht. Dann. Was? Mach nochmal Fluch weg. Ich glaube, das hier, ne? Ja. Was? Gegengift? Gegengift gekaut. Vergiftung ist geheilt. Ach, das war eine Vergiftung. Ja. Ark wurde verseucht, okay. Und das Blöde ist, es gibt hier keinen Händler und ich habe nicht so viele Gegengifte. Obwohl 5 sind ordentlich. Okay, ich habe aber jetzt schon eins verbraucht. 2, um ehrlich zu sein. Nicht so oft treffen lassen. Dass die Köpfe explodieren. Das war ein schönes, buntes Spiel und so. Und jetzt sind hier Zombies, deren Köpfe explodieren. Also solange das Pixelart ist, kann ich damit noch gut umgehen, wenn es realistischer, sage ich mal, aussehen würde. Dann hätte ich, glaube ich, meine Probleme damit, weil ich bin ein Angsthase. Hier bin ich nie lang gegangen. Ja, das ist Ostseite. Ja, das ist gut, dass ich hier nie lang gegangen bin. Weil ich weiß gar nicht, was hier war.
Vielleicht habe ich Items übersehen, während ich hier Basilisk peitscht. Ein komischer Gecko. Nein, nimm das Gold. So. Ich hoffe, mit der Aufnahme ist alles okay. Nicht, dass nachher irgendwie die Audio kaputt ist oder so. Weil es ja diesen diese Überwerfung der Frames gab. Arg ist eingeschlafen. Okay, ich habe eigentlich ein Item, was das verhindert. Okay. Aber das muss ich dann tragen, anstatt den Knollen. Gut. Was ist denn hier los? Was seid ihr denn für Gestalten? Ein Geist erscheint. Aua. Und ein Geist entführt. Die Geister bringen mich wahrscheinlich am Anfang von dem... Oh, die bringen mich komplett auf den Platz. Zurück. Den habe ich nicht gesehen. Geschirm. Den Basilisk besiegen wir mal. Den hier auch. Gut. Geh mal hier rein, weil hier war ich noch gar nicht drin. Das scheint irgendwie keinen Schaden zu nehmen. Die kleinen Ninja-Schildkröten hier. Oder Karate. Oder was auch immer. Ich guck mal, ob ich die Truhe hier öffnen kann. Vielleicht nicht. Gebe ich hier auch wieder weg. War hier noch irgendwie ein Eingang? Wir kriegen aber auf jeden Fall ordentlich Geld und Erfahrungspunkte. Gehe ich auch mal stark davon aus, dass die ganz ordentlich sind, wenn wir hier alles besiegen. Mehr oder weniger alles. Ich will nur nicht die ganze Zeit gegen die Zombies immer wieder kämpfen, weil die sind ein bisschen lame, um ehrlich zu sein. Weil die sind keine große Herausforderung. Ja, ich will erstmal nach Maylin oder wie die nochmal hieß, gehen. Ich bin wieder vergiftet. Ich habe auf die falsche Taste gedrückt. Dann nehme ich das mal. Muss warten, bis der Kopf wieder da ist. Weil die kann man nur besiegen. Das Zombie-Mädchen hier, was ich gerade besiegt habe, kann man nur besiegen, wenn sie einen Kopf hat. Und sie schickt ihren Kopf auf mich und lässt ihn explodieren. Ach, wurde verseucht. Ja, wunderherrlich. Will ich? Wie viel Schaden kriege ich eigentlich? Vor allem, wann kriege ich den Schaden? Das, ich werde halt die ganze Zeit vergiftet. Habe ich nicht irgendwas, was Vergiftung aushält? Das hier zum Beispiel, Schutz vor Vergiftung. Aber das lässt kein Gift durchdringen.
Guck mal, wie viel Schaden ich jetzt kriege. Vielleicht. Ich lass mich mal schlagen. Oh, ja, geht eigentlich klar. Dafür, dass ich nicht vergiftet werde, ist das eigentlich ganz okay. Wer bist du denn? Hedi, ich kenne dich aus dem Hotel. Ich hatte, was ist geschehen? Weit bin ich gereist, um diese Stadt zu finden. Doch das, was ich überlebe, werde ich meine Erlebnisse kundtun. Ich kenne dich aus dem Hotel. Okay, du bist tatsächlich jemand und ich dachte, du bist auch einer dieser Zombies. Okay, da komme ich nicht lang. Vielleicht hätte ich den Dude sagen sollen, dass er mir das ganze Geld geben soll, dann hätte ich wahrscheinlich das ganze Geld bekommen. Okay, gehen wir jetzt auf die Ostseite oder gehe ich da, wo ich runterspringen kann, hin? Ich glaube, wir gehen erstmal auf die Ostseite, auch wenn ich da von Geistern weggescheucht werde. So, sterb. Ich werde natürlich auch rausgehen zur anderen Stadt und Heil-Items kaufen. Ich sollte mich heilen. Ich habe leider das Geld nicht einsammeln können, weil ich mit Heilen beschäftigt war. Und ich habe aus Versehen noch eine genommen. Das ist aber nicht so mega schlimm, weil ich hatte schon ganz schön wenig Leben, ehrlich zu sein. Basilisk gepeitscht. Ah, Mist, wieder das Geld verpasst. Vielleicht, wo gerade keine Zombies sind, sollte ich meine bessere Rüstung anziehen. Die beste war, glaube ich, die Mönchskutte. Das wäre so das Intelligenteste, glaube ich. Weil ich nicht alle meine Knollen verbrauchen muss. Ist hier irgendwie lang? Nee, scheint erstmal nicht so zu sein. Dann geht's hier rein. Dann sind wieder hier diese Karate-Schildkröten, die mir alle Geld geben. Kann ich damit irgendwas unternehmen? Mit den Gittern. Ich glaube, euch lasse ich erstmal leben. Bevor ihr wieder zu Geistern werdet und mich hier verschleppt. Schieberätsel. Was kein Schieberätsel ist, wenn ich das hier verschieben darf. Ich glaube, man darf nur das verschieben, was hell ist. Also. Okay, ich muss nochmal zurück. Aber es sieht auch so aus, als würde ich hier nicht weiterkommen. Außer wenn ich das jetzt hier verschiebe, habe ich genau dasselbe gemacht, was ich vorher gemacht habe. Nee, ich glaube, das ist früher, wenn du raus willst. Ich gehe trotzdem nochmal gucken, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man hier nichts verschieben kann. Den kann ich nicht verschieben. Ich kann, glaube ich, nur die drei, die vor mir sind, verschieben. Also den, der dahinter und den hier, den ich angucke. Ja, ich glaube, ich bin hier einfach falsch. Ich muss, glaube ich, da runterspringen, wo man da runterspringen kann. Deswegen, Geister, ich versuche euch kaputt zu machen. Aber das ist sogar, glaube ich, eine Speedrun-Taktik. Würde ich schon fast sagen wollen. Sich irgendwo hinporten zu lassen oder ja, hier bei den Zombies sollte ich wieder mein Anti-Gegengift-Gedöns anziehen. Das hier. Warte, was passiert, wenn ich das hier anziehe? Hallo, ich bin auch einer von euch.
Nee, er greift mich trotzdem an. Ich dachte, vielleicht denkt er, ich bin ein Zombie. Nein, tut er nicht. Ist er auch nicht. Vielleicht kann man das zur besten Rüstung im ganzen Spiel umfunktionieren. Ich weiß es nicht. Gegen Gift gekaut. Dann nehme ich mal einen von den kleinen Knollen. Die weg. So, ich muss von oben rum. Hier war der Händler, weil das sind jetzt nur Zombies. Das interessiert dann keinen mehr. Da drin waren Zombies, deswegen sollte ich meine Anti-Gift-Rüstung erstmal noch anlassen. Und ich mach mal kurz eine kleine Pause. Weiter geht's. Meine Katzen haben Radau gemacht. Deswegen bin ich mal gucken gegangen, was da Sache ist. So, dann springen wir mal hier rein. Ja, dann kriegst du das gegen den Kopf. Dann hast du auch keinen Kopf mehr. Ah, ich... Okay. Ich nehme mal eine Knolle. So, dann gehen wir hier hoch. Okay, es ist... Der Tisch ist ein Gegner. Gut zu wissen. Bist du auch ein Gegner? Töte ich gerade die Eltern von... Nein, wir sind noch nicht bei... bei Mylin. Wir sind, davor, wo der... wo der reiche Dude wohnt und die ganzen Angestellten waren. Aber... Dummer Kacktisch. So, hier ist nochmal ins Haus. Westseite. Muss wahrscheinlich ihre Eltern töten. Okay, ich weiß nicht, ob das ihre Eltern... Wieder so ein Tisch. Hier sind sehr viele Gegner. Ich weiß nicht, wer davon Eltern sind und wer sonst was. Kann schlafen. Es wäre auch zu schön, seine KP zu regenerieren. Oh, Level Up. Level 18. KP Stärke um 9. Wunderherrlich. Stärke um 2. Abwehr nur um 1. Glück um 2. Yay. Ich kann nicht schlafen. Hier kommt ein Tisch. Oder? Ja, da kommt ein Tisch. Zum Glück macht er nicht wirklich Schaden. Das mit der Kackrüstung, die ich anhabe. Macht er nicht wirklich Schaden. Ich muss A drücken, um zu kriechen. Irgendwie gefällt es mir gar nicht, in der Zombie-Stadt in einen Ofen zu klettern. Dass es auch mein Zimmer ist. Die ist nicht hier. Kann ich hier schlafen? Da ist ein Zettel oder so. Was ist das hier? Ah, geil, Kamesin-Schal. Okay, das ist ein Schal gewesen. Ack, Mylins Kamesin-Schal. Wenn wir einen Hund hätten, könnte er ihre Fährte aufnehmen. Hund, natürlich. Mylin hatte doch einen Hund namens Deppi. Woher wussten wir, wie der Hund heißt? Ist der irgendwo hier? Der Deppi? Aber das ist das Erste, was Luffy denkt, und. Tatsächlich war das auch meine, mehr oder weniger meine Einschätzung. Ich dachte, wir hätten damit einen Hinweis, wo, also, wie könnten sie damit finden, irgendwie. Wenn wir irgendwie. Ja, ich habe auch irgendwie an Hund gedacht, aber ich dachte, das macht doch keinen Sinn. Aber dann, ja.
Sie hatte ja den Deppi. Warte, war das ein Hund? Da war irgendwie was. Ah ne, das war ein Gegner. Es ist natürlich die Frage, wie komme ich hier wieder raus? Hier war ja alles voller Tische gestellt. Apropos Tisch, der kommt da geflogen. Und ich konnte hier, glaube ich, nicht mehr... Wie bin ich hier runtergefallen, ne? Ja. Und es sieht nicht so aus, als könnte ich hier irgendwie was verschieben. Okay, das war eine komische Animation. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Da oben ist irgendwie was. Aber es sieht auch nicht nach was Wichtigem aus. Dass sie weint, bevor sie stirbt. Das ist ja auch irgendwie traurig. Kann ich dich jetzt verschieben? Oder in die Richtung vielleicht? Ja, das war ja gut, dass ich das eben nicht probiert habe. Kann ich das ziehen? Verschieben kann ich das anscheinend nicht. Kann aber den Tisch noch hier schieben, okay. Woher soll ich das alles wissen? Wir müssen nur den Deppi finden. Wo immer er sein mag. Aua, aua, aua. Ich weiß auch nicht, wie ich hier hinkomme. Ich weiß das, glaube ich. Seitdem das Glück so gestiegen ist, so allgemein, mache ich ganz schön viel kritischen Schaden. Oder den mache ich schon die ganze Zeit, den kritischen Schaden. Ich meine, den mache ich jetzt öfter. Was wollte ich damit sagen? Geht mir alle aus der Sonne, ey. Okay, dieses Wow-Geräusch, das hier, das sagt mir, ich soll eine Knolle fressen. Okay. Wir sind wieder im Hotel. Ich sollte mal das Item hier mitnehmen. Das wird wahrscheinlich eine Knolle sein, ja. Denk mal, ich kann hier nicht nochmal pennen. Ja, das wäre auch zu schön. Heilen wäre ja was Nettes. Ron. Wir haben auf jeden Fall Kohle ohne Ende. Hier geht's nur runter. Ich habe vergessen, dass da ein Gegner kommt. Direkt vor meiner Nase. Da geht's runter nach Mylins Haus. Muss jetzt nur einen Hund finden. Ich hab doch einfach durch Kaktei. So. Dieses Rätsel habe ich ja auch schon gelöst. War ja auch nicht wirklich schwer. Wie gesagt, das war ziemlich ähnlich wie ein Rätsel aus Zelda. Hier war ich, glaube ich, noch gar nicht da links gegangen. Also rechts. Ja, das ist ja schlecht. Ich hab zu spät A gedrückt zum Klettern, zum Kriechen. Hier ist aber auch nichts von Interesse. Ja, hier bin ich nie lang gegangen. Ostseite. Aber. Ja, hier nicht mehr so viele Zombies kommen in diesem Gebiet.
würde ich auch die etwas stärkere Mönchskutte wieder anziehen, damit ich nicht zu viel Schaden kriege. Und da ist die Elgato abgekackt. Okay, ich kriege ganz Schaden von dem Gegner. Ich weiß nicht, heute ist, also die Aufnahme ist irgendwie gesegnet mit Kacke. Weil eben ist das Spiel hängen geblieben und jetzt ist einfach das Bild mal kurz weg gewesen. Da setze ich wieder mein Antigift, so heißt das. Meine Antigift-Rüstung an. Die Holzrüstung. Oh, moin. Ne, es war nicht so wie geplant, aber du bist auch eine nicht. Wo das explodiert, der Kopf. Okay. Gucken wir mal, wo es hier weitergeht, weil das muss ja das Rätsel Lösung sein. Aber hier ist nichts zum Verschieben. Weil das war der einzige Ort, wo ich nicht war. Keine Ahnung. Ich hoffe, mit der Aufnahme ist alles okay, wenn die dann am Ende fertig ist. Dass der Idiot da zwischen den Steinen ist, das nervt mich gerade tierisch. Das kann ich ihn nicht ordentlich angreifen. So. Wenn hier immer noch Zombie-Gesocks ist, würde ich hier erstmal noch auf meine Anti-Gift-Rüstung setzen. Ich muss mal gucken, wie viele Knollen ich habe. Große, 100 Knollen. Ich setze mal eine ein und kriege einen drauf. Okay, zumindest habe ich noch Knollen, sonst würde mir das sagen, ich hätte keine mehr, nachdem ich die eingesetzt habe. Wo geht's hier nochmal lang? Hier ist glaube ich auch nur eine Sackgasse, obwohl hier waren die Karate-Turtles. Schildkröten. Boots. Okay. Ich weiß, dass ich vor kurzem erst ein Level-Up hatte, aber ein Level-Up wäre nett. Einfach, ich will mehr aushalten. Geht mir hier alles auf den Keks. Okay. Dann muss ich mich hier durchquetschen. Hier ist so ein Basilisk. Einer von der Sorte. Dann muss ich den machen. Damit die sterben. So anständig. Ich hole erstmal das Gold. Komm, du Pikachu für Arme. Du siehst zwar nicht aus wie ein Pikachu, aber du kannst Donnerschock. Ich wollte eigentlich nicht hier runter, um ehrlich zu sein. Ich wollte die besiegen. Fliegenpilz gerät in Rage? Philippitz, so heißt nicht Fliegenpilz. Für mich verlesen. Kann ich hier einfach raus? Nein, kann ich nicht. Ich sollte noch mal eine Knolle essen. Das dürfte auch so eine der letzteren sein. Schnell hier weg.